Die nächsten 2 Stunden sitzt ihr noch nebeneinander, erzählt euch vielleicht einige Geschichten und hofft, dass es irgendwann aufhört. Die genaue Tageszeit kann man nicht ablesen, weil das Preios mal schlicht verschwunden ist, bis ihr dann bemerkt, dass es kälter um euch herum wird. Und kälter. Und kälter. Könnt sehen, wie sich an den Glasscheiben Rauchreif bildet und die von außen nach innen langsam zufrieren. Ich wickle mich in meine Robe, ziehe die Hände in meine Ärmel und werfe meine Kapuze über. Roll mich so zu einer kleinen Kugel zusammen, um die Wärme zu halten. Ist nur mir so kalt oder ist das bei euch auch so? Nein, es ist. In den Göttern, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Zugegebenermaßen wirklich ein wenig kühl dafür, dass wir Sommer haben. Es scheint mir eine liederhöllische Kälte zu sein. Oh, macht jetzt keine Scherze, aber mir. Aber Ich ihr, mache warum nie habt ihr eigentlich nie Scherze. irgendwelche guten Vorschläge, wie es ist einfach nur ein Kälteschauer und ist gleich vorbei? Ein Kälteschauer in den namenlosen Tagen. Psst! Seid einfach kein positiver Mann. Beschwört es doch noch nicht noch. Es ist sicher gleich wieder vorbei. Könnte noch schlimmer sein. Ach ja? Ja. Was denn? Ja, Glorana könnte jetzt zur Tür reinkommen. Psst! Beschwört es doch nicht noch! Guten Tag, wenn die jetzt zur Tür reinkommt, dann schmeiß ich euch der Alten vor die Füße. Ich sag's euch. Voltax hört zumindest ein kleines Stimmchen in seinem Kopf. Ein Wispern und Flüstern. Du verstehst sie nicht genau, dafür ist sie noch zu leise. Aber sie will sich wohl mit dir unterhalten. Ich würde mal meine Decke aus meinem Rucksack kramen. Ja. Ja, Karino, wollt ihr euch nicht zu mir setzen? Ich denke, alanfanische Wärme wärmt sehr gut. Dass ihr euch ja wohl zu mir setzt. Ich kann mich auch zu euch setzen, Greifenmund. Ich dachte nicht, dass wir so eine innige Beziehung haben, aber wenn ihr das unbedingt wollt. Du doch nicht! Du hast ein kaltes Kidnapp, dann eher nicht. Ich lächle Greifenmund mal breit zu. Ich schmolle. Du weißt doch, auf jeden Tag wie diesen Vermesser unserer Heimat. Ja, da ist es. Da ist es. Und dass ihr eure Heimat nur an manchen Tagen vermissen müsst. Ja, ihr könnt sehen, wie Erzian sich wohl so ein bisschen an Jalan anschmiegt oder es zumindest versucht. Der saß da wohl eben auch noch auf einer der Kisten. Ja, der kriegt den Ellenbogen. Ah! Oh, ich dachte, ihr wolltet jemanden haben, der körperliche Wärme und so. Guck doch, sie da drüben, aber mir, der friert doch. Mir egal, ich setze mich auch zu dem. Ich sitze nah am heiligen Feuer. Komm ich zu Mahuras, ja, friere nicht. euch, gar kein Problem. Nein, nein, dann bleibt ruhig bei Jalan. Wisst ihr, ich habe mal gehört, dass sich an diesem heutigen Tag selbst langjährige Freunde zerstreiten. Ist doch gut, dass ich nicht bei meinen langjährigen Freunden sitze. Zwinkert er euch Sicher, dass sie zu. euch das nicht übel nehmen, dass ihr nicht bei ihnen seid? Was? Nein. Aber ich habe auch gehört, dass, naja, dass der Tag so lange andauern kann, bis einer tot ist. Dass er sonst nicht endet. Es muss einer sterben. Das ist hanebüchener Unsinn. Herr Paios wirkt uns ein strafendes Auge pünktlich auf die Minute. Verlasst euch darauf. Da bin ich auch sicher. Und die meisten meiner Freunde sind tot. Von daher bin ich da auch sehr sicher an der Front. Ihr Seid ihr hattet euch mal denn sicher? Freunde? Seid ihr euch denn sicher, dass der noch da ist, wo es ist? Sag mal, was ist denn falsch mit euch? Könnt ihr nicht einfach da, euch da vorne hinsetzen und frieren wie der Rest von uns? Fräulein Magierin, darf ich mich zu euch setzen? Ja, ihr dürft euch neben mich setzen. Und Greifenmund, ja, ich hatte mal Freunde. Und dann habt ihr sie alle umgebracht. Nein, tatsächlich hat wer anders sie umgebracht und ich hab dann den umgebracht. Das war eure Bande, richtig? Oh, gute Jungs und gute Mädchen. Ja, heute werden sie Frauen. Sag mal, wo wollt ihr eigentlich hin, wenn ihr jetzt fertig seid? Wo wollt ihr wieder aus Raum raus, oder?
Das ist gar nicht so eine schlechte Frage, muss ich zugeben. Ich weiß auch nicht so genau, wo wollen wir eigentlich hin? Was haltet ihr von Alanfa? Da ist schön warm. Nee. Wir werden nach Gareth müssen. Ah, Alanfa klingt jetzt aber wirklich sehr toll. Ja, da haben wir ein paar Verwandte. Da ist auch warm. Da kenne ich auch noch ein paar Leute. Könnt ihr euch halt begleiten. So als, Abenteurer. Ach, ihr seid ein Abenteurer? Noch nicht, aber vielleicht werde ich ja einer. An eurer Seite, ihr passt da ja sicherlich auf mich auf. Und wenn es irgendwelche Schlösser oder sowas gibt, die ihr nicht aufkriegt, dann bin ich da. Das ist vernünftig. Das ist eine gute Eigenschaft. Das ist eine eher fächsische Eigenschaft, aber ich bin mir sicher, Greifenmund wird das zu schätzen wissen. In der Steinmacherei hätten wir es brauchen können. Man muss ja alle Götter ehren, oder? Da habt ihr natürlich recht. Außerdem habe ich ja die Schlüssel dazu, dann ist es ja gar nicht so illegal. Möchtet ihr das dem Preiausgeweihten genau erklären, dass das gar nicht so illegal ist? Ich bin gespannt. Ich denke, vielleicht schweigen wir lieber darüber und verlegen diese Diskussion auf einen anderen Tag. Und dass ihr euch vor Preiausgefälligkeit fürchtet, war mir ja klar. Was soll denn das heißen? Oh, ihr wisst es ganz genau. Guckt mal mal. Oh, erklärt es mir doch nochmal. Ihr lauft den ganzen Tag rum und hattet euch für Preis gefällig und Fosslerin noch dazu und euer ganzer Verband. Aber wirklich ausbrennen lassen wollt ihr euch dann auch nicht. Selbstverständlich nicht. Denn der Herr Preios hat mich und meine Standesgenossen von der Akademie Schwert und Stab an exakt die Stelle im derischen Weltgefüge gesetzt, an der wir gebraucht werden. Offensichtlich wird auch unsere Mardergabe dafür benötigt. Mardas verfluchter Frevel hat im Weltgeschehen keinen Platz. Er ist wieder natürlich hier und das wisst ihr. Ja, eigentlich nicht. Ihr könnt nicht widersprechen, dass Preios mich dort haben will, wo er mich hingesetzt hat. Genauso wie bei uns anderen allen. Und außerdem ist Preios nicht der einzige Gott. Hesinne heißt die Magie willkommen. Und dass ihr mir ja wohl damit vom Hals bleibt. Mit Hesinne? Ich weiß schon, dass ihr mit Hesinnes Gaben nicht besonders belegt seid, aber selbst ihr dürft doch so ein Frevel nicht aussprechen. Oh, das war eine Beleidigung, oder? Natürlich. Ich würde mal in Kieras Ohr flüstern. Ihr könnt von Glück reden, aber mir, dass wir in einem Travia-Tempel sitzen. Ach, Kinder, jetzt beruhigt euch doch mal. Wir wissen eh alle, beste Göttin ist Sumu. Was? Was ist denn das für ein Unsinn? Preios, gib mir Kraft und strafe die Ungläubigen. Preios, gib mir Kraft und strafe die Ungläubigen. Ich bin mir sicher. Zum Glück muss ich nur Freier hören. Ich bin mir sicher, der Göttervater Boron wird euch vergeben. Nein, nein, nein. Das ignoriere ich jetzt. Ich kann das. Das habe ich die ganze Zeit gelernt. Da tun sich Eto, Halbaran aus, na, der Ketzer werden verbrannt. So sei es. Na, ich glaube, heute macht Preios da eine Ausnahme. Afim, 1W20. Bitte alles außer Kälte, bitte alles außer Kälte. Oh Mann. Oh Gott. Habe das Gefühl, das ist gut. Dann fangen wir mal oben an. Irgendetwas war da. Irgendetwas, was du vergessen hast. Irgendwas Wichtiges. Was hast du vergessen? Den Namen deiner Mutter, wo du wohnst, meinst du jetzt mich? Ja, du darfst anfangen. Du vergisst jetzt irgendwas. Oh Gott, das ist eine schwere Frage. Wollte ich vergessen. Ja. Was hast du vergessen? Ich überleg mir was. Schon jemand eine Idee, was er vergessen hat. Was sie vergessen hat. Ein wichtiges Detail, was plötzlich unwichtig wurde. Ich hätte was. Oh, ich habe auch was. Bei mir. Ich habe meine spezielle Verbindung ins Horasreich vergessen. Ja, dass du eigentlich regelmäßig Briefe schreiben solltest. Exakt das. Und noch weiteres. Voltax.
Ich habe vergessen, dass Eisgeoden furchtbar böse sind. Beziehungsweise dein ganz generelles Verhalten zu Eis und zu Kälte. Isarun? Boah, ich überleg noch. Kiaras? Ich überleg auch noch. Vielleicht ein brennender Hass oder so etwas. Da trägst du ja auch einige. Ich sag völlig gern vergessen. Kann sich meine Erinnerung dadurch auch verändern? An was denkst du? Ich möchte gerne vergessen, was mein eigentlicher Auftrag war und dann einfach glauben, dass ich Karino hinterherlaufen würde, weil das die logischste Erklärung ist. Also ich bin ja eigentlich mit Abelmir angereist und würde das einfach gerne vergessen. Meine ganze Verbindung mit Abelmir damals, dass ich ihn da kennengelernt habe, warum ich überhaupt hier im Norden bin. Machen wir es anders. Du vergisst deine Treue zu den Granden. Oh nee, das würde ich nicht vergessen. da würde ich das vergessen. Boah, was würde ich denn sonst lieber vergessen? Ich würde vergessen, dass meine Geschwister noch leben. Einzelkind. Ja, pfff. Ich hab verraten, die Säcke. Und ich würde meine Familie zu Hause vergessen. Ja, genau. Also deine ganze... Meine ganze Sippe. Deine ganze Sippe zu Hause im Schlund von der Anfang. Ja, Lan? Vergesse den Namen meiner Familie. Vielleicht auch, dass du Myria gekannt hast? Deine ehemalige Knappin? Auch. Tut weh, oder? Und so ist in diesem Jahre 1028 das Haus Schnattermoor nicht mehr. Isarun? Schwierige Wahl, das gibt so viele Möglichkeiten. Letztendlich möchte ich mich dafür entscheiden, dass Isarun die Erinnerung an ihren Verlobten Magnus von Ibenburg verliert. Wenn du möchtest. E20. Ihr sitzt einfach so da, starrt in die Leere. Irgendwann bemerkt ihr, dass diese Kälte wieder weg ist und ja, wenn ihr wieder nach oben guckt, ist schon morgen. Nee, es ist immer noch dunkel, immer noch türmen sich die Wolken auf. Irgendwas war. Ihr hattet dieses kurze Gefühl, dass da was war, aber muss wohl Wichtigeres gerade geben. Nur ein ekelhaftes Ziehen. Ja, dann 1W20 von dir. So, Kiaras fehlt da noch, ne? 14. War da noch? Kiaras? Vergisst Padigan? Ich vergesse meinen Gegner mit Padigan, den Verrat, den Dolch in meinem Rücken und alles, was auf Rulat passiert ist, bis wir einen nackten Jalan komischerweise auf irgendeiner Insel wieder aufgesammelt haben mit einem Apfelbaum drauf. Bitte. Dein Erzfeind. Das verfeindete Haus. Bis ihr dann wieder zurück in die Realität geholt werdet. Irgendwas war, irgendwas, was ihr vergessen habt. Und dann seht ihr, wie sich die Haare von Isarun und von Boltax aufrichten und statische Elektrizität, die dann zwischen den Haaren umherzuckt, die Haare dann zu Berge stehen lässt und ja, so ein bisschen so kleine Elmsfeuer, die dann zwischen den einzelnen Haaren dann umherzucken und tanzen. Ja, was ist das? Was? Sühe. Brennen meine Haare? Was lacht ihr? Das fühlt sich total komisch an. Das ist eher so ein gezwungenes Lachen. Ah. Aber mir trägt mir das im Horasreich? Das sieht ja sehr seltsam aus. Nein, so sieht Isarun am frühen Morgen wahrscheinlich aus. Das... Ja, also mir bei dir sind wirklich bei dir merkst du so ein ekelhaftes Stechen, irgendwie deine Brusthaare, die sich aufgerichtet haben und auch deine Augenbrauen, die sich so ein bisschen es ist ein ganz ekelhaftes Ziehen, ja, ganz ganz merkwürdig. Was geschieht hier? Ist es in meinem Bart? Ist es in meinem Bart? Ja, da ist ein Funke, da auch. Der ist blau. Was ist das? Ich hab euch schon mehrmals gesagt, ihr solltet euch den Kopf rasieren, aber nein, niemand will's machen. Okay, dann nicht.
Erst glitzern eure Haare, ihr seid und dann bluten sie und jetzt. Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Also, irgendwas ist komisch daran. Habt ihr. Ja. Nee, ich muss das nochmal genauer ergründen. Ich habe ja schon dieses über dieses Zauberhaar gelesen, aber was es genau macht und überhaupt und jetzt sprüht es auch noch Funken. Ja, das habt ihr ja auch. Iseron, habt ihr das Bartwachs benutzt von Voltax? Nein, warum sollte ich mir Bartwachs in meine Haare schmieren? Dass sie besser aussehen, so geschmeidig. Was, die sehen immer super aus, nur jetzt nicht. Naja, also manchmal können sie schon etwas von meinem Bartwachs vertragen. Etwas Gel würde nicht schaden. Was soll das denn schon wieder sein? Ja, an den Spitzen. Nein, nein und nein. So, und wenn ihr wollt, dann könnt ihr bringen, bei wie man sich den Kopf rasiert. Danke, das habe ich schon mal ausprobiert und wie ihr euch vielleicht erinnert, blutete mir danach die Nase. Ja, aber nur beim ersten Mal. Ich denke, das ist nicht ein dauerhaftes Problem. Hat jetzt jemand einen Bart? Ich habe nicht vor, das statistisch auszuwerten. Hat jetzt jemand einen Bartkampf für mich? Das ist eine ganz wesentliche Frage, denn was wäre ich für ein Zwerg, wenn ich keinen Bart hätte? Das wäre ja lächerlich. Warum habt ihr dann für einen Bartkampf? Ja, nun, weil den habe ich wohl verloren. Wir sind in einem Zwerg ohne einen Bartkamm. Ja. Dass man leben darf. Wir sind in einer kriegsbelagerten Stadt. Da kann ich ja nicht immer alle Kämme. Ihr wisst doch, wie das ist. Er ist aus der Pilzzüchter geht er rausgeschmissen, dann kein Kamm dabei. Daran. Er wartet einen Moment, ich kram meinen Rucksack. Reicht ein normaler Kamm? Ja, das muss reichen. Danke, danke. Dann nehmt hier diesen. Ja, ich hätte ihn gern zurück. Selbstverständlich. Ein Erbstück, versteht? Ja, ja. Und von wem? Natürlich von meinem Großvater, mütterlicherseits. Ja, ich habe einen Kamm aus zweiter Hand. Ist ja widerlich. Nein, nicht aus zweiter Hand, ein Erbstück. Ach, ich vergaß, Tobia besitzen ja so etwas nicht. Was, Großväter? Nein, Erbstücke. Nein, das stimmt. Ihr euch über den Verlust meiner Familie und den der vielen anderen tubischen Familien lustig macht. Also, dass ihr ein rechter Schuft seid, das wusste ich. Ihr macht euch über meine Familie lustig und ich tue das mit eurer. Ich habe ein Wort verloren. Moment, Isarun, euer Großvater war doch Druide, nicht wahr? Nein, das war mein Großonkel zweiten Grades. Ah, so war das, genau. Also das war jetzt wirklich eine Rekordlinie. Ich verzeiht mir, wenn ich euch beleidigt haben sollte. Das richtig, Familie ist. Das klären wir, wenn wir hier raus sind. Familie ist wichtig und Rafim kratzt sich so ein bisschen am Kopf. Wichtig. Oh, dieser Kamm ist formidabel. Da komme ich ja bis ganz nach hinten durch. Ah, perfekt. Und seht nur diesen Elfenbeingriff. Ja, und die Krümel kommen raus. Perfekt. Was war denn nochmal Elfenbein? Zähne von Elefanten. Ah, ja. Richtig. Wartet, richtig. Elfenbein sind nicht wirklich die Gebeine von Elfen. Natürlich nicht. Oh, dann hat mich dieser Händler in Gara dem aufs Knie gelegt. Und was, ihr wolltet mich noch von Elfen kaufen? Warum das? Und Edweiden bringen dir Glück. Elfenknochen. Nun, Elfen an sich. Aber ja, der Name ist sehr verwirrend. Da muss ich euch wohl recht geben. Also bei Elfenbeinen. Also mein alter Schwertvater, der hatte immer einen kleinen Knochen und ein Kettchen dabei und der hat es immer geküsst, kurz bevor es in den Kampf ging. Er hat gesagt, dass er dem Glück gebracht. Das war ja ein Hühnerknochen eigentlich. Das ist sehr morbide. Was, der Hühnerknochen oder der Elfenknochen? Knochenkissen. Ja, so also sitzt ihr weiter die Stunden umher, könnt den lilanen Wolkententakeln zusehen, wie sie nach unten zucken und fürsorglich über den Tempel hinüberstreifen, nach euch tasten. Immer mal wieder so dieser dämonische Schemen, aber ihr versucht es zu ignorieren, versucht auch wieder ein bisschen die Augen zuzumachen, immerhin seid ihr doch müde, echt müde geworden. Das leichte Erdbeben könnt ihr dann auch irgendwann ignorieren. Und fällt dann in einen traumlosen, langen Schlaf. Als ihr. Standard. Ja, genau.
Als ihr dann wieder wach werdet, werdet ihr von der lodernden Morgenröte begrüßt. Der erste Tag des Jahres. Als ob der Weltenrand selbst in Flammen stünde, glüht der Himmel in einem hellen Rot, wenn die Sonne, das Praios-Mal, gerade über euch aufgeht. Ihr könnt wohl erkennen, wie sich jetzt nach und nach die Leute um euch herum regen. Alle haben sie wohl geschlafen. Selbst das heilige Paar hat wohl genächtigt. Ihr könnt erkennen, wie Yalan am Altar steht, sich umgedreht hat, seine Hände erhoben und die Augen in den Kopf geklappt sind. Wenn die Welt sich wandelt und die Schatten länger werden, ergreift Angst Besitz von den Herzen der Gläubigen. Es wird Mitternacht im Garten von Gut und Böse. Doch seht, ein neuer Morgen dämmert schon. Wohl verborgen ist der Keim, der Funke, der die Flamme neu entfacht. Der Bogen des Lichtes hüllt hinauf zum Paradies. Doch erst müsst ihr hinabsteigen in die dunkle Nacht der Seele, auf das in euren inneren Raum sei für das Leuchten. Suchet das Licht, das alle Farben auslöscht und in sich vereint. Schemen vergehen in der Sonne, wie die falsche Schlangenbrut. Und wo Licht ins Mark der Erde dringt, fliehen die Geschöpfe der Tiefe. Doch niemals darf der Götterglanz vor der Finsternis weichen. Eine neue Sonne wird das Firmament überstrahlen. Sie wird sein, wie sie war, bevor sie war, wo sie ist. Dreifach ist ihre Herrlichkeit, und dreifach wird sie den Menschen wieder erscheinen. Simordalum. Aus den Trümmern der alten Ordnung wird eine neue entstehen. Dies ist das Los der Gläubigen, und dies ist das Los der Geweihten. Aufrichtig lernend, vom Rechten nicht abkommend. Auf diesem Weg werdet ihr sicher schreiten. Damit klappen seine Augen wieder in den Kopf, beziehungsweise aus dem Kopf wieder auf die normale Richtung und schaut euch verständnislos an. Schöne Rede. Eine schöne Rede, Greifenmund, das muss euch lassen. Ich glaube, das war gerade euer erster Orakelspruch. Was sind denn das für drei Sonnen? Drei Sonnen? Ja, irgendwie habt ihr was von dreifacher Sonne gesagt. Ich habe noch gar nicht begonnen, Voltax. Ihr könnt euch nicht erinnern? Also ich war dabei, Greifenmund, ihr habt gerade eine Ansprache gehalten. Ich muss euch doch sehr bitten, die Ansprache erfolgt erst nach dem Sonnengruß. Wunderbar. Nicht, dass wir die verpassen. Vielleicht wäre ein Exorzismus in der Reihe. Ich fand sie schön kurz und knackig. Kurian nickt euch zu. Also gut, dann öffnen wir die Tore des Tempels, strömen hinaus und begrüßen die Sonne. Sollten wir vielleicht uns vorher Waffen besorgen, falls noch irgendwas da draußen ist? Nur ein Vorschlag. Im Lichte des ersten Praios besteht kein Übel und kein Unrecht. Gut. Was meint ihr mit der falschen Schlangenbrut? Drachen, ganz klar. Das könnte natürlich sein. Damit werden die Türen und die Tore wieder geöffnet und ihr könnt nach draußen auf den Platz treten, den Platz von Romulus, der dort genauso liegt, wie ihr ihn verlassen habt. Ein leichter Wind, der jetzt gerade geht, aber die Sonne, das Praios-Mal, scheint, geht weiter auf und wärmt euch. Es ist nicht unangenehm, sondern genau so, wie es sein muss, angenehm warm. Ich setze mich in der Ecke, hole mir ein Stück Pergament raus und probiere mal diesen Spruch von Yalan möglichst wahrheitsgetreu auf Papier zu bringen. Wir haben geschlafen, haben wir regeneriert oder nicht? Ja, das erste Mal wieder. Gut. Aber jetzt war es nicht erlaubt. Ist doch wieder mal ganz schön draußen zu sein, ist ja nicht abzustreiten. In der Tat. Wenn ihr mich entschuldigt, ich mache ein paar Liegestütze da vorne. Oh, sich wieder bewegen zu können, schön ist das. Versammeln wir die Gläubigen, nicht wahr? Es ist wohl Zeit für den Götterdienst.
Tun wir das. Ja. Schlagen wir den Gong, holen wir die Leute wieder zusammen, kümmern wir uns um die Verletzten. So, hier noch welche draußen sind. Ja, nach ungefähr 2 Stunden könnt ihr sehen, wie der Platz gefüllt ist. Die Menschen sind immer noch ziemlich bleich und blass, dann aus den Häusern herausgetreten, aus dem Katzloch oder aus dem Süden, aus dem Bürgerviertel. Einige Leute, die aus dem Villenviertel herbeigekommen sind, auch das waren nicht viele, denn der Adel hat es dann vorgezogen, nicht in eine zerstörte oder verheerte Stadt zurückzukommen, sondern hat sich dann natürlich die Freiheiten gekauft, in Gebiete zu ziehen, wo kein Krieg ist. Die Sonne ist weiter aufgegangen und so könnt ihr dann erkennen, wie ja nicht nur Jalan dort steht, sondern eben auch all die anderen Tempeldiener. Der hohe Vater, die hohe Mutter, aber auch die Rondra-Geweihten, die Dana Holzau, die ebenso aus dem Donnerfeld herbeigekommen ist. Ihr könnt sehen, wie der Burgschulze Bohem und Bruckner dazugetreten ist und auch den merkwürdigen Bürgermeister Redenhard von Berlinghahn Opstein. All diejenigen, die ihr kennengelernt habt, auch die Golgaritin Marboria. Und allesamt blicken sie nicht nur euch an, sondern vor allem dann auch Jalan, den einzigen Preiausgeweihten vor Ort. Lesen wir also. Volk, in diesem ersten Tage des Jahres, die Passage aus dem Buche Lechmin. Und so stand die heilige Hildemara auf dem Platz der Vergeltung mit ihren Gläubigen und umringt war sie von den Dienern des Rattenkindes. Und so trat denn der größte aller Ketzer hervor, ihre Seele einzufordern. Da aber rissen die Himmel auseinander. Die Tore Alvarans taten sich auf und die Flut des Unheiligen wurde hinweggespült. Und so ward aus Finsternis und Licht geboren der erste Preios. Und wieder einmal haben wir ein neues Jahr angebrochen, Volk. Und wieder einmal begrüßen wir die Gerechtigkeit, die mit einem solchen Umschlag einhergeht. Und nicht nur Gerechtigkeit ist es, sondern auch Ordnung, die uns in diesem Jahr erwarten wird. Denn obwohl wir alle, nicht nur hier, sondern im ganzen Reich, gebeutelt wurden von den Ereignissen der Jahre, so werden wir auch eisern bleiben und die Ordnung erschaffen und erhalten, die Herr Preios von uns wünscht. Denn es ist die Zeit gekommen, uns aufzuerheben und den Knechten der Dämonen endlich Widerstand zu leisten, ihnen die Stirn zu bieten, die Waffe in die Hand zu nehmen und den Glanz der Götter wieder zu denen tragen, die ihn nicht von selbst finden. So will es der Herr Preios, denn so ist es gerecht. Es sei. Es sei. Damit trete ich dann in der Kanzel herab und lasse das heilige Paar antreten, die vermutlich auch zu den Gläubigen sprechen. Ja, selbstverständlich wird das auch von dem heiligen Paar, nachdem du das erste Wort an sie gerichtet hast, einige Worte geben zu dem Zusammenhalt, der jetzt in Romulus beginnen muss, soll, dass man all das wieder aufbauen muss, damit Romulus wieder eine Heimat wird. Damit wir wieder gastfreundschaftlich werden können und damit wir dann auch eine erste Station haben im Kampf gegen die Wildermark, gegen die Finstermark. Es wird keine besonders lange Rede. Sie werden sich dann vor allem dann damit auch aufhalten, die anderen Verwundeten zu versorgen, damit man ihnen auch Essen gibt, denn das Punitpan wurde natürlich in den Tagen auch aufgebraucht, wenn es denn von den Zuckerbäckern dann hergestellt worden ist und so leiden diejenigen, die keinen Platz mehr im Travia-Tempel gefunden haben, bitteren Hunger. Aber auch das ist etwas, was in den nächsten paar Tagen abgestellt werden kann. Und so schreiben wir den ersten Preios 1028 nach Bosporans Fall.